Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin empört und muss ein Geständnis machen. Ich war in meinem ganzen Leben nie Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Ich war mein ganzes Leben lang aktiver Gewerkschafter und wollte an der privilegierten Partnerschaft, von der vorhin die Rede war, nie teilhaben. Aber als Thüringer bin ich empört, dass Rico Gebhardt einfach die Sozialdemokratie, die Wiege der Sozialdemokratie nach Sachsen verlegen will. Sie beginnt natürlich in Eisenach, in Gotha, und sie rundete sich ab auf dem Erfurter Parteitag im Kaisersaal. Und es ist gut, dass die Nominierung zur jetzigen Landtagswahl von der Linken genau im Kaisersaal war und wir diesen Auftrag annehmen, Rico, dass wir schauen, dass wir gemeinsam ein Wahlergebnis bekommen, mit dem deutlich wird, dass sich Politik ändern muss. Und das teilen wir alle gemeinsam. Genossinnen und Genossen, von Thüringen reden heißt, über den NSU nicht zu schweigen. Von Thüringen reden heißt, von rassistischen Morden zu reden, deren Ausgangspunkt in Thüringen war und wo Thüringer Behörden mitgemacht haben, mitgeschwiegen haben, es weggemogelt haben, es unter den Teppich kehren wollten und sich ungern daran erinnern lassen, dass ein Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz mit großen Geldmitteln den Thüringer Heimatschutz erst ermöglicht hat. Alles das, aus was der NSU entstanden ist, ist mit staatlicher Knete in Thüringen finanziert worden. Über Thüringen reden heißt, zu Billiglohn nicht schweigen. Man hat die industriellen Kerne in Thüringen mit der Wende kaputt gehen lassen. In anderen Bundesländern hat man sich um die industriellen Kerne gekümmert. In Thüringen hat man in Bischofferode das Fanal gegen den industriellen Kern vollziehen lassen. Und ich bin froh, dass wir jetzt nach 21 Jahren den Geheimvertrag von Bischofferode endlich in die Öffentlichkeit gebracht haben. Und das nicht nur als historisches Element, sondern wir wollen wissen, wie viel Staatsgeld ist in diese Vernichtung der Arbeitsplätze hineingesteckt worden und wie viel Staatsgeld wurde aufgebaut und eingesetzt, um ein neues Monopol entstehen zu lassen gegen die Menschen in unserer Region. Und deswegen wird darüber weiter zu reden sein. Und wenn wir über Thüringen reden, müssen wir über Billiglohn reden. Billiglohn heißt, die einen schreien vor Freude, wenn der Postbote kommt und sie Ware geliefert kriegen. Sie wird in Thüringen verpackt in einem Betrieb, in dem kritische, ausgesprochen kritische Arbeitsverhältnisse herrschen, in dem sämtliche Beschäftigte in Zeitarbeit bzw. befristet eingesetzt sind und in dem bis heute kein Betriebsrat gewählt wurde. Und der Betrieb drückt sich davor, den Tarifvertrag des Versandhandels anzuwenden. In der Mitte Deutschlands und in der Mitte Europas zu sein, heißt eben auch, ein Standortvorteil zu sein für große Ansiedlungen, die mit staatlichen Geldern hergebracht worden sind. Und dann muss man politisch sagen, wir wollen, dass es dort Betriebsräte gibt. Wir wollen, dass es dort Tarifverträge gibt. Und staatliches Geld gibt es nur für gute Arbeit. Deswegen muss Politik Weichen stellen. Über Thüringen reden heißt, über Alltagsrassismus, Nützlichkeitsrassismus zu reden. Dass diese Nazis sich so entwickeln konnten, hat auch was damit zu tun, dass es so eine Grundhaltung gibt, die lange Zeit als offizielle Politik bei uns praktiziert worden ist. Flüchtlinge, die in Thüringen angekommen sind, hat man mit Residenzpflicht drangsaliert und die Kleinstaaterei in Thüringen hat dazu geführt, dass die Flüchtlinge, die wenigen, die wir haben insgesamt 4.000 Flüchtlinge und dieses Land Thüringen ist nicht in der Lage, diese Flüchtlinge in unsere normale, ganz alltägliche Welt zu integrieren. Deswegen ist die Zahl 4.000 kein großes Thema für die anderen. Aber für uns ist das Thema, ob dieses Land weltoffen ist, ob dieses Land eine andere Art hat, mit Menschen umzugehen, damit dieser Alltagsrassismus und diese Ausgrenzung von Menschen aufhört. Deswegen sagen wir, wir dürfen nicht schweigen, wie mit 4.000 Flüchtlingen in Thüringen umgegangen wird.